somebody else at you. I usually have an answer to the question, but this time I'm gonna be quiet. This time, ain't nothing like the feeling of uncertainty, the eeriness of silence. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Mein Name ist Alex und ja, ich sag euch jetzt erstmal, warum ich jetzt die letzten ein, zwei Wochen keine Videos gebracht habe. Und zwar hört es vielleicht schon an meiner Stimme, und zwar bin ich über den letzten Samstagnacht krank geworden, Leute. Ich bin einfach krank geworden. Keine Sorge, kein Corona, also keine Sorge, das ist nur ein Schnupfen mit einem behinderten Husten mal wieder. Also ich muss echt sagen, der Husten, der ist bei mir so hartnäckig, der geht bei mir wochenlang. Und ich lutsche auch gerade ein Bonbon, und zwar so ein typisches Eukalyptus-Bonbon, was die Mütter früher immer mitgebracht haben von der Arbeit, und zwar, dass die Kinder das lutschen. Also schreibt mal unten in die Kommentare, wer kennt diese typischen Eukalyptus-Hustenbonbons, die kennt safe jeder, weil jeder hat die schon mal gelutscht, also wirklich jeder. Also schreibt mal unten in die Kommentare, wer von euch diese Eukalyptus-Bonbons kennt. Ja, jedenfalls bin ich heftig krank geworden. Mittlerweile geht's wieder. Ich habe halt gerade einen Bonbon im Mund, dass ich nicht die ganze Zeit rumhuste, weil ohne Bonbon bin ich nur am Rumhusten. Das ist dann halt fürs Video ein bisschen nervig halt. Und aus dem Grund letzte Woche hatte ich noch einen Haufen Hausaufgaben auf, aber diese Woche ist jetzt die letzte Woche. Wir haben morgen unseren letzten, also wenn ihr das Video seht, ist heute der letzte Schultag, aber ich habe das Video einen Tag vor meinem letzten Schultag, also heute am Donnerstag, den 23.07. gedreht. Ich habe es nämlich vorgedreht. Ja, ich werde wieder von meinem Klassenkameraden unterbrochen. An der Stelle, es geht an dich. Das ist so eine richtige Krankheit. Immer wenn ich ein Video drehe, unterbricht er mich. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal zum Videothema. Und zwar, wie ihr es unten am Titel schon lesen könnt, geht es heute um ein Thema, was mich jetzt persönlich nicht betrifft, aber worüber ich schon nachgedacht habe, und zwar um das Thema Lilano und Trippy Boy. Also Fans unter euch werden das Ganze schon mitbekommen haben, dass die beiden sich musikalisch getrennt haben. Also die beiden haben gerade ein bisschen Stress, beziehungsweise Lilano hat mit dem ganzen Ananas-Squad Stress, also mit Trippy Boy, seinem Manager Nima, dann diesem Osama, Marlon Hamburg und Trippy Boys Bruder, ich weiß gerade halt nicht, wie der heißt. Und zwar haben die schon seit über einem Monat Stress halt, und zwar hat sich der ganze Ananas-Squad von Lilano abgewandt. Die Mitglieder haben, beziehungsweise dieser Osama hat sich sogar sein Ananas-Tattoo hier weglasern lassen. Und zwar auf Instagram hat er das Ganze filmen lassen und drunter geschrieben, wir waren immer loyal. Und angefangen hat das Ganze so, das hat schon vor 2 Monaten angefangen, und zwar indem die Zuschauer beziehungsweise die Fans bemerkt haben, dass die beiden sich gegenseitig nicht mehr auf Instagram erfolgen. Also die beiden haben sich Trippy Boy und Lilano haben sich gegenseitig entfolgt auf Insta, und es kamen auch keine weiteren Songs mit ihnen. Auf Insta war nichts, also die beiden hatten auf einmal überhaupt keinen Kontakt mehr und hatten auf einmal Stress. Und das Ganze ist hinauszuführen darauf, dass Lilano anscheinend hinter Fame und Geld her wäre und dass ihm seine Brüder gar nicht interessieren. Und zwar hat Trippy Boy vor ein paar Tagen einen neuen Track rausgebracht, und zwar Hochmut. Den könnt ihr nochmal ganz oben in der Beschreibung finden. Der ist mega krass geworden, Leute. Also ich erfahre den Track unnormal heftig, also der ist mega krank. Und Lilano hat ebenfalls einen Song rausgebracht, und zwar ein sehr emotional Song, und ich finde, das ist einer seiner besten Songs, und zwar OCB. Das ist auch nochmal eins, aber da unten in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr auch gerne mal abchecken, Leute. Also beides richtig kranke Songs, und in den beiden Songs sprechen sie so quasi in ein bisschen Real Talk, also wie das Ganze passiert ist. Und das Ganze ist daraus hinaus zu führen, und zwar Lilano
war ja Mitte Dezember in der Klinik wegen einem Drogenabsturz. Jetzt behaupten die Ananas Squad Mitglieder, beziehungsweise die Mitglieder behaupten halt, dass das Ganze nur für, dass das Ganze nur Promo war, also halt für Geld. Weil wir alle wissen, dass im Dezember die Einnahmen von YouTube besser sind, also die Einnahmen von YouTube sind im Dezember generell besser. Warum? Ja, Weihnachten halt. Und das war schon merkwürdig, dass ausgerechnet in dem Monat ein angeblicher Drogenabsturz von Lilano passiert ist. Also ich hab's bisher für real gehalten, weil Lilano hat sich letztes Jahr schon viele Drogen gegönnt. Also man hat in fast jeder Insta-Story hat man ihn mit einem Joint gesehen, mit Gras oder mit sonst irgendwelchen Drogen. Und irgendwann geht es ja auch auf die Psyche und auf den Körper. Und ich glaube, lange macht der Körper das auch nicht mehr mit. Und wenn man Hype hat und auf einmal Geld verdient und tausende Fans hat, dann probiert man halt auch gefährliche Substanzen aus. Aber, also ob das jetzt real ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es wirklich real ist. Also dass dieser Klinikaufenthalt von Lilano, dieser Drogenabsturz, wirklich echt war. Auf jeden Fall haben sich Lilano und B-Boy entfolgt auf Instagram, und dieser Osama hat irgendwie einen Insta-Livestream mit Lilanos Ex gemacht, und da hat Lilanos Ex Lilano nochmal übelst beschimpft und hat ihm irgendwelche Sachen unterstellt, also wirklich richtig krass, was da abgeht. Und die meisten Leute werden jetzt irgendwie Trippy Boy mehr glauben, weil sein Track beinhaltet ein bisschen mehr Real Talk. Weil in einer Line behauptet er, also Trippy Boy und Lilano haben ja zusammengearbeitet, und Trippy Boy hat Lilano, glaubt, so zu der Musik gebracht. Also viele denken immer, dass Lilano Trippy Boy zur Musik gebracht hat und dass Trippy Boy nur wegen Lilano so viel Hype hat, aber wegen Trippy Boy hat Lilano erst mit Rappen angefangen. Und dann war es halt so, dass Trippy Boy ein paar Songs für Lilano geschrieben hat. Also anfangs hat nur Trippy Boy die Songs für Lilano geschrieben, und dann hat Trippy Boy so eine, ja, mehr oder weniger eine Solo-Karriere angefangen halt. Die lief dann halt ganz gut, und also der letzte Song kam im Dezember letztes Jahr von ihnen, und zwar der hieß Gucci Face. Der ist mega krass. Und ja, ich find's eigentlich richtig schade, weil Lilano und Trippy Boy sind so die einzigsten deutschen Rapper, die ich so wirklich feier, weil ich höre ansonsten gar keinen Deutschrap, Leute. Das ist richtig krass. Ich höre wirklich ansonsten keinen Deutschrap. Also richtig klasse auf jeden Fall. Und ich wollte mich noch richtig fett bei euch bedanken für euren krassen Support, Leute. Meine allererste Horn hat auf jeden Fall jetzt schon über 100 Aufrufe, Leute. Also wirklich mega krasses Dankeschön an euch, Leute. Also wirklich mega geil. Und ich habe jetzt auch über 270 Abonnenten. Also es wird langsam auf jeden Fall besser, Leute. Ich möchte mich jedenfalls mega krass für diese Resonanz bedanken. Und ich möchte euch noch etwas zeigen, was mit meinen Adidas schon passiert ist. Und zwar, ich war einen Tag, nachdem ich die Haul gedreht habe, war ich abends noch draußen Fahrradfahren. Und dann ist eiskalt Fahrradketten oder dieses Fahrradkettenöl eiskalt an meine Sohle rangekommen. Hier seht ihr das. Also, das sieht auf jeden Fall jetzt schon richtig benutzt. Also, ich schaue zurzeit, dass hier oben alles sauber bleibt. Also, wenn es hier unten dreckig ist, ist nicht so schlimm. Aber hier an der Seite soll es nicht ganz so dreckig sein. Aber hier auch alles schmutzig, Alter, weil ich so eine blöde große Wasserpfütze gefahren bin. Richtiger Scheiß, ohne Witz. Aus dem Grund, Leute, würde ich euch deshalb immer empfehlen, kauft lieber schwarze Schuhe, auch mit einer schwarzen Sohle, weil wenn weiße Schuhe dreckig werden, dann fällt das so auf, und die kriegt ihr richtig schlecht und wieder sauber, ne? Hier alles hier schon mit Matsch und irgendwelchen Dreck. Richtig scheiße, das regt mich richtig auf gerade. Also ich tue die heute Abend auf jeden Fall noch putzen, damit die wieder schön clean sind. Also ich finde das Thema sehr traurig, also die beiden gehen jetzt auf jeden Fall getrennte Wege. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die beiden die ganzen Songs, die sie zusammen gemacht haben, nicht runterholen. Dass die beiden die Songs, die sie gemeinsam
gesungen haben, nicht löschen oder runternehmen auch von ihren Kanälen, weil das wäre richtig mies, weil ich höre die Lieder richtig gerne. Ich meine, ganz so schlimm das nicht, weil ich habe die Lieder bereits auf in meine Playlist alle gespeichert, Leute. Ich mag die Musik richtig gerne und wie gesagt, Lilano, UFO und Trippy Boy, das sind so momentan die einzigsten Deutschrapper, die ich höre, weil ich höre ansonsten nur amerikanischen Rap oder halt Popmusik oder so, aber ich höre ansonsten kein Deutschrap außer Lilano, Trippy Boy oder UFO 361. Die sind einfach zu krass und deshalb ist es umso trauriger, dass die jetzt getrennte Wege gehen. Und ich fand einfach die Kombination von den beiden waren einfach viel zu heftig, Leute. Und deshalb ist es jetzt halt umso trauriger, dass die beiden sich halt jetzt getrennt haben. Aber ja, was soll man machen? Also ein Statement haben die beiden dazu bisher noch nicht gegeben. Also von beiden hat sich bisher noch keiner zu dem Beef geäußert. Unter den Kommentaren oder unter den Bildern in den Kommentaren sehe ich auch immer laute Kommentare, wo die ganzen Leute fragen, was ist mit Lano, was ist mit Trippy Boy, warum lasst ihr ihn im Stich oder gebt mal einen Statement ab. Leute, wenn die beiden kein Statement abgeben wollen oder nicht darüber reden wollen, dann lasst sie einfach in Frieden, wirklich. Also, was ist so schwer dran zu kapieren, die Leute einfach in Ruhe zu lassen über ein Thema, wo sie nichts drüber reden wollen. Was ist daran so schwer zu kapieren? Lilano und Trippy Boy gehen jetzt halt getrennte Wege. Schade, aber ja, kann man nichts machen. Also es wäre schön, wenn die beiden irgendwann wieder zusammenfinden würden, aber ich glaube, das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Also wer von den beiden recht hat, ich weiß es nicht. Also ich mag auf jeden Fall beide Leute. Also ich höre Lilano und Trippy Boy sehr gern. Also ich entscheide mich da jetzt nicht zwischen den beiden. Ich höre einfach beide gerne. Und ja, fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass dieses Video jetzt auch so nach Lilano Musik ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich feiere Lilano ein bisschen mehr, weil er hat eine stärkere Stimme. Und ich finde einfach, bei Lilano ist nicht so viel Autotune drin wie bei Trippy Boy. Weil bei Trippy Boy hört man das Autotune schon krass, aber nach wie vor, ich höre beide Musiker gerne und ich push beide wirklich bis zum geht nicht mehr. Und ja, vielleicht habt ihr auch schon meine Instagram-Story gesehen. Da habe ich heute ein Bild von Lilano in meine Story gepackt und ein Remix von ihm und einem anderen Sänger zu als Musik. Leute, checkt es mal unten ab, also ganz unten in der Beschreibung sind meine Social Media Links verlinkt, da könnt ihr mir gerne mal folgen. Auf jeden Fall soll es mit dem Video jetzt schon gewesen sein, Leute. Lasst doch ein Like unten, aber da, Leute. Und nochmal vielen, vielen Dank an die heftige Resonanz in den letzten 2 Wochen, Leute. Ich bin euch so dankbar. Also ich hätte nie gedacht, dass mein Kanal mal so wächst und so. Also wirklich nochmal krass. Dankeschön und schreibt jetzt mal unten in die Kommentare, was eure Meinung zu Lilano und Trippy Boy ist und was ihr denkt, wer recht hat und wer nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und ciao.